Der Konstruktionismus ist eine Lerntheorie, welche die Bedeutung des aktiven Handelns für den Lernprozess betont. Sie ist von den Ideen des Konstruktivismus inspiriert. Wie der Konstruktivismus geht auch der Konstruktionismus davon aus, dass Wissen durch die Lernenden selbst aufgebaut, rekonstruiert werden muss und nicht einfach vermittelt werden kann. Darüber hinaus betrachtet der Konstruktionismus besonders das Herstellen, Konstruieren von Artefakten, sei es die Gestaltung eines Produkts, der Bau einer Sandburg oder das Schreiben eines Computerprogramms als sehr lernförderlich. Einerseits wird damit sichergestellt, dass die Lernenden aktiv sind und es ist wahrscheinlich, dass sie parallel zum hergestellten Objekt auch ihre Wissensstrukturen ausgebaut haben. Andererseits geht der Konstruktionismus davon aus, dass Lernende besonders gut lernen, wenn sie Objekte herstellen, an denen sie ein persönliches Interesse haben. Je nach Thema bieten die konstruierten Objekte auch die Möglichkeit, abstrakte theoretische Überlegungen und Modelle konkret fassbar, begreifbar und damit verständlicher zu machen. Begründet wurde der Konstruktionismus von Seymour Papert, einem Schüler des Konstruktivisten Jean Piaget. Papert definierte den Begriff 1987 in einem Antrag an die National Science Foundation unter dem Titel Constructionism, a new opportunity for elementary science education folgendermaßen. The word constructionism is a mnemonic for two aspects of the theory of science education underlying this project. From constructivist theories of psychology, we take a view of learning as a reconstruction rather than as a transmission of knowledge. Then we extend the idea of manipulative materials through the idea that learning is most effective when part of an activity the learner experiences as constructing a meaningful product. Allgemein bekannt wurde die Idee des Konstruktionismus durch Paperts Buch Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas, Basic Books 1980 in Deutsch, Mindstorms, Kinder, Computer und neues Lernen. Darin beschreibt Papert unter anderem, wie Kinder mit der Programmiersprache Logo eigene Programme erstellen. Mit solchen Erfahrungen würden Kinder in einer Art Matheland aufwachsen, dem es so einfach sei, Mathematik zu lernen, wie es für Kinder in Frankreich ist, Französisch zu lernen. Beispiele: Die Firma Lego begann 1980, Forschungsprojekte in Paperts Forschungsgruppe am MIT zu unterstützen. Unter anderem entstand daraus Lego Mindstorms, die Robotiklinie von Lego, sowie Lego Serious Play, bei dem Geschäftsleute in Workshops mit Hilfe von Lego-Steinen Probleme analysieren und Strategien entwickeln. Das 100-Dollar-Laptop-Projekt, in dem neben Nicholas Negroponte und Alan Kay auch Seymour Papert steht, verfolgt das Ziel, konstruktionistisches Lernen in Entwicklungsländern zu fördern, indem jedes Kind einen persönlichen Laptop erhalten soll. Siehe auch konstruktivistische Didaktik, situiertes Lernen. Weblinks: Lifelong Kindergarten Group, MIT Forschungsgruppe Lifelong Kindergarten. Der Begriff Konstruktionismus in Beats Biblionetz mit Definitionen, Bemerkungen und Bibliografie. Literatur: Mindstorms, Children, Computer and Powerful Ideas, Basic Books, New York 1980, ISBN 0465046746. Seymour Papert und Edith Harrell 1991, Situating Constructionism in Seymour Papert and Edith Harrell, Constructionism 1991. Einzelnachweise: National Science Foundation, Constructionism, a new opportunity for elementary science education. Sie hörten den Artikel Konstruktionismus
gesprochen am 31. Oktober 2014 von Gerald Ratjen mit dem Benutzernamen Gary. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/konstruktionismus. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.